zwei Tagen steht das große Sachsen-Anhalt-Derby in der dritten Liga an. Der FCM empfängt den hallischen FC. Wir sind hier am Trainingsplatz des HFC. Hier läuft gerade das vorletzte Training. Die Mannschaft bereitet sich vor, in Magdeburg mal wieder was zu holen. Es liegt lange zurück. In der dritten Liga ist das bis jetzt noch nicht gelungen. Aber die Voraussetzungen sind gar nicht schlechter. Hier neben uns steht Klaus Jasula, der Kapitän des hallischen FC, der heute beim Training ein bisschen eher abgebrochen hat. Klaus, warum bist du ein bisschen vorher vom Platz gegangen? Ja, ich habe ein bisschen individuell was gemacht, weil ich ein bisschen Rückstand habe und deswegen bin ich dann auch ein paar Minuten vorher rein. Wir müssen uns also keine Sorgen um den Fuß machen, der ja ein bisschen lädiert war mal zwischendurch. Der ist wieder fit. Ja, der Fuß ist fit. Nun, Magdeburg, du hast keine so guten Erinnerungen. Mit Offenbach den Aufstieg verspielt, dort mit dem HFC auch noch nicht gewonnen in Magdeburg. Was macht denn jetzt eigentlich Mut, dass das mal endet, diese schwarze Serie? Ja, es macht Mut, dass wir gegen jeden Gegner gewinnen können. Das ist uns jetzt in der letzten Saison gegen Magdeburg nicht gelungen. Dort haben wir verloren, zu Hause haben wir unentschieden gespielt. Im Pokal sind wir auch rausgeflogen. Ja, Magdeburg hat eine gute Mannschaft. Sie sind nicht umsonst Tabellenzweiter. Sie sind sehr heimstark und nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben. Dafür muss die Tagesform stimmen. Jeder muss an die 100% anknüpfen. Dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir etwas mitnehmen können. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir uns in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben bewegen und dass die Form nach der Trend nach oben zeigt in den letzten Partien. Jetzt müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, dass wir auswärts auch mal den einen oder anderen Dreier einfahren. Eine der wichtigsten Positionen bei so einem Derby ist natürlich für eine Auswärtsmannschaft vor allen Dingen die Position des Torwarts. Neben uns steht Tom Müller, seit ungefähr 5 Wochen die Nummer 1 beim HFC, hat in den letzten Spielen 3-0 gespielt und hat überhaupt großartige Partien geliefert. Aber Tom, Magdeburg, das wird was ganz Besonderes. Hast du schon mal dort in dem Stadion gespielt? Im Stadion direkt habe ich noch nicht gespielt. Ich habe nur früher in der Jugend mit dem HFC gegen Magdeburg auf den Nebenplätzen gespielt, aber direkt im Stadion habe ich noch nicht gespielt. Es wird also was völlig Neues, diese Atmosphäre oder so. Man rechnet mit 21.000 Zuschauern, alle werden brüllen wie die Hölle und sowas. Also wie bereitet man sich als Torwart auf sowas vor? Ja, ich mache das einfach wie vor jedem Spiel, habe meine Abläufe, bin in meinem Muster und habe ganz normal trainiert die Woche. Und letztendlich ist es ein normales Pflichtspiel. Ja, man analysiert intern schon den einen oder anderen Spieler des Gegners, aber wie ein Stürmer jetzt speziell schießt, das ist ja meist situativ. Und da wird dann eher reagiert als vorher schon antizipiert. Tom Müller vorne im Strafraum, das ist durchaus denkbar, wenn es dann doch nicht so laufen sollte und am Ende noch ein Tor her muss, oder? Ja, also wenn wir zurückliegen, dann gehe ich natürlich mit vor. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht zurückliegen werden. Daran denke ich eigentlich auch gar nicht. Ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ich bin sehr, sehr guter Dinge. Und in der Not, dann würde ich natürlich wieder mit vorgehen, wenn es so weit kommen würde. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Soeben hat hier die offizielle Pressekonferenz vor dem Derby stattgefunden. Wie immer auf dem Podium Cheftrainer des HFC, Rico Schmidt. Er hat schon ein paar Fragen beantwortet, aber natürlich haben wir ja noch ein paar spezielle Sachen, die wir vielleicht auch noch rauskitzeln wollen. Jedenfalls geht es darum, dass Herr Schmidt uns sagt, wie der HFC am Wochenende in Magdeburg gewinnt. Mit welcher Taktik zum Beispiel? Ja, Taktik. Also wir werden genau das Spiel jetzt angehen wie gegen Münster zu Hause. Ja, für uns gilt es halt, diese Schere zusammenzuführen, auch auswärts mit einer guten Leistung, mit einer griffigen Leistung, leidenschaftlich und gerade in dem Derby noch mal eins mehr anzutreten, präsent zu sein, auch in den Zweikämpfen, den gegnerischen Spielaufbau hochzustören, das ist schon auch unsere Idee. Die langen Bälle brauchen wir, ein gutes Kopfballspiel, ja, das ist schon ein prägendes Magdeburger Element, diese langen Schläge in die Abwehrreihen, dieses Kopfballspiel für uns zu antizipieren.
Ja, und ansonsten mit Mut, forsch ans Werk zu gehen, selbstbewusst ans Werk zu gehen und ja, versuchen in Magdeburg seit langer, langer Zeit wieder mit Punkten nach Hause zu fahren. Es liegen vor uns 90 ganz, ganz spannende, hektische, intensive Minuten, wenn wir das schaffen könnten, Magdeburg auch wehzutun, darum geht es ja auch. Ja. Es ist unsere Auswärtsbilanz dieses Jahr in der Saison ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt, also eher mager, eher mäßig. Und da heißt es jetzt in Magdeburg auch zu punkten.